Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Für uns Prepper ist ein Nahrungsvorrat eine sehr wichtige Sache. Gott sei Dank gibt es ein paar Lebensmittel, die praktisch nicht verderblich sind. Ich möchte euch heute 10 dieser Lebensmittel nennen. Mehr dazu nach dem Intro. Auch wenn es auf meinem YouTube-Kanal bereits ein Video zum Thema, welche Lebensmittel eignen sich für den Notvorrat gibt und auch einen Blogartikel, die ich euch beide übrigens unten auch in der Videobeschreibung verlinke, möchte ich heute noch einmal auf dieses Thema eingehen. Ich habe mich bei meiner erneuten Recherche darauf konzentriert, Lebensmittel zu finden, wo sich die meisten Experten oder Leute, die sich halt mit diesen Themen beschäftigen, der Meinung sind, dass diese wirklich jahrelang halten und die Chance einfach sehr gering ist, dass sie durch Schädlinge oder durch andere Mechanismen verderben. Und um das geht es heute. Mir ist natürlich klar, dass bei der Lagerung von Lebensmitteln auch Fehler passieren können. Es gibt also keine Garantie, dass Lebensmittel ewig halten. Das wird es nie geben. Aber man kann zumindest die Chancen erhöhen in seinem eigenen Vorrat, wenn man auf diese Nahrungsmittel zurückgreift und dann auch noch dafür sorgt, dass die auch gut gelagert sind. Kommen wir zum ersten Lebensmittel und das wird keine so große Überraschung sein. Das ist Zucker. Warum hält Zucker so eine lange Zeit? Das ist relativ einfach erklärt. Zucker bindet Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft und dadurch sterben gefährliche Organismen ab, die dem Zucker gefährlich werden könnten. Allerdings gilt das nicht im gleichen Maße für braunen Zucker. Hier könnte es schneller passieren, dass dieser verdirbt. Und wenn der Zucker erstmal verarbeitet ist, dann steigt auch die Chance, dass dieses damit verarbeitete Lebensmittel irgendwann mal verdirbt. Also Zucker ist sicher eine gute Sache, man muss nur aufpassen, dass man diesen trocken lagert, dann hält er wirklich ewig. Das nächste Lebensmittel ist Instant-Kaffee. Und auch Instant-Kaffee verdirbt praktisch nicht, auch über viele, viele Jahre nicht. Es gibt hier nur zwei große Probleme. Das erste ist, dass sich der Geschmack verändern wird. Es kann also sein, dass Instant-Kaffee nach vielen Jahren einfach schal schmeckt. Und eine weitere Gefahr wäre dann doch Schimmel. Also man muss auch aufpassen, ob der Instant-Kaffee nicht irgendwo schimmelt. Die Chance, dass Kaffee überhaupt zu schimmeln beginnt, ist allerdings relativ gering, vor allem wenn er trocken, dunkel und kühl gelagert wird. Das nächste Lebensmittel ist Magermilchpulver und jetzt werden vielleicht einige Leute da draußen gleich schreien, Moment mal, ich habe doch gelesen, dass Magermilchpulver auch nach 18 Monaten oder so abläuft und da habt ihr recht, das geben die Hersteller auch meistens so an. Es gibt aber ein paar Studien, die belegen, dass das Magermilchpulver weit länger haltbar ist. Da wird von vielen Jahren gesprochen und es gibt sogar ein paar Spezialshops, dort wird Milchpulver angeboten, das sogar 25 Jahre Mindesthaltbarkeitsdatum aufweist. Also auch da ist die Chance relativ hoch, dass so ein Milchpulver lange hält, vor allem wenn man sich gut darüber informiert und eben vielleicht auch eine etwas speziellere Variante kauft. Wie merkt man, dass Milchpulver nicht mehr genießbar ist? Das ist auch relativ einfach. Es kommt zu Verfärbungen, es gibt einen sehr säuerlichen Geruch und es kann auch zu Verklumpungen kommen. Dann sollte man den Verzehr von Milchpulver definitiv vermeiden. Ein kleiner Tipp noch zum Milchpulver, wenn man möchte, dass die Haltbarkeit sich noch weiter verlängert, dann kann man Milchpulver durchaus auch einfrieren, das klappt relativ gut. Der nächste Vertreter dieser Liste ist Sojasauce. Sojasauce ist auf pflanzlicher Basis und durch die Proteine und die Säure in dieser Soße haben Organismen praktisch keine Chance. Bei dieser Soße ist es nur wichtig, dass sie immer gut verschlossen bleibt, ebenfalls kühl, trocken und dunkel lagern, dann kann man hier viele, viele Jahre davon ausgehen, dass das immer noch genießbar sein wird. Und wenn man ein bisschen Reis zu Hause hat, dann wäre ein wenig Sojasauce eine interessante Kombination dazu. Das nächste Lebensmittel ist vielleicht kein Grundnahrungsmittel, sondern eher ein Snack, aber auch Popcornkörner halten eine sehr lange Zeit im rohen Zustand. Von Mikrowellenpopcorn möchte ich hier nicht sprechen, weil hier die Haltbarkeit sehr verringert ist durch die Öle und Fette, die da in den Packungen sind. Wenn man das Popcorn aufpoppt, also im gepoppten Zustand, redet man dann von circa 2 bis 3 Wochen, wo man das noch verzehren könnte. Die Körner selber sind also auch eine sehr lange Zeit haltbar. Wenn man sich dann nach vielen Jahren dieses Popcorn zubereitet und es platzen dann nur mehr eine Handvoll Körner oder einfach nur mehr ein paar, dann sollte man auch dieses Popcorn nicht mehr verzehren, weil dann kann man davon ausgehen, dass auch hier etwas verdorben ist. Das ist das einfachste Kriterium, um das zu beurteilen. Ein Lebensmittel, das wahrscheinlich sehr viele Leute kennen und das seit Jahrhunderten und Jahrtausenden in unseren Kellern lagert, ist Rotwein.
Rotwein kann im Prinzip auch nicht verderben. Es gibt hier aber auch ein paar Dinge, die man beachten muss. Erstens, es gibt Rotweine, die werden so hergestellt, dass sie durchaus verderben können. Das bedeutet also, wenn man den Wein aufmacht und man bekommt einen säuerlichen oder einen Essiggeruch, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Wein nicht mehr genießbar ist. Und einen Fehler sollte man auch nicht machen, das ist mir mal passiert. Ich habe einige Rotweine, die mit einem Naturkork versehen waren, in einem Regal stehend gelagert und nach nur ein paar Jahren sind diese Korken anscheinend geschrumpft. Es ist Luft an die Flaschen gekommen und dann war auch der Rotwein verdorben. Daher sollte man die Flaschen, wenn es geht, lagern im liegenden Zustand. Vielleicht sogar alle paar Jahre mal etwas drehen. Das machen auch die Profis in den Weinkellern. So bleibt der Kork durch die Feuchtigkeit in der Größe normal und dichtet die Flasche auch gut ab. Natürlich kann man Rotwein auch in Fässern lagern, aber da sollte man dann schon Profi sein und wissen, was man tut. In Flaschen ist das aber zu Hause eine denkbare Möglichkeit. Rapsöl war lange ein umstrittenes Lebensmittel, vor allem auch in puncto Verträglichkeit mit der menschlichen Verdauung. Mittlerweile steht fest, dass Rapsöl keine größeren Probleme in unserem Organismus verursacht und von der Haltbarkeit wurde immer angegeben, dass es ungefähr 2 Jahre hält im ungekühlten Zustand. Wenn man Rapsöl aber kühlt, und das ginge zum Beispiel vielleicht auch in einem kalten Keller oder einem Erdkeller oder ähnlichen Dingen, hält es praktisch auch ewig und auch hier geht man davon aus, dass es im Endeffekt keine Verderblichkeit gibt. Sollte man das Rapsöl öffnen und es riecht sehr stark ranzig, dann sollte man die Finger davon lassen. Zu meiner Verwunderung wurde auch Dosenfleisch öfter genannt bei Lebensmitteln, die man auch noch nach vielen, vielen Jahren verzehren kann. Im Grunde genommen spricht man bei Dosenfleisch meist von 2 bis 3 Jahren, was diese Hersteller dann meistens auch auf ihre Dosen als Mindesthaltbarkeitsdatum prägen. Studien zeigen aber auch hier, dass Dosenfleisch in 10, 15 Jahren noch genießbar sein kann, wenn es richtig gelagert wurde. Also solange die Dose luftdicht ist, solange es keine Dellen hat, Beulen oder sich einfach aufbläht, rostig ist, sollte das im Grunde genommen kein so großes Problem sein. Aber auch beim Dosenfleisch ist es so, dass sich der Geschmack durchaus verändern kann. Das liegt einfach, weil dieses Fleisch da trotzdem in diesen Salzen und so weiter arbeitet und das wirkt sich einfach auf den Geschmack aus. Also es könnte sehr säuerlich sein, es könnte einfach einen intensiveren Geschmack haben, aber ich denke, gerade bei Fleisch riecht man das sehr gut, ob es noch in Ordnung ist oder nicht und so würde ich natürlich auch ein Dosenfleisch beurteilen. Aber wie gesagt, wenn man das richtig lagert, auch hier wieder kühl, trocken und dunkel, dann hat man sicher viele Jahre hier keine Sorge, dass das Lebensmittel verdirbt. Viele Leute haben sicher Bohnen in Dosen zu Hause und auch das ist eine relativ gute Möglichkeit für den Notvorrat. Auch diese Dosen halten viele, viele Jahre. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, die Haltbarkeit von Bohnen noch zu verlängern und das wäre, wenn man sie in getrockneter Form lagert. Sollte man es schaffen, die Bohnen wirklich trocken, kühl und dunkel zu lagern, dann werden die praktisch nicht schlecht werden. Man muss halt bedenken, dass man dann Wasser braucht, also man muss die entweder einweichen oder auch kochen, damit man sie genießen kann, aber das ist eine denkbare Möglichkeit, wie man auch größere Mengen, zum Beispiel in einem Fass oder so etwas, für sich zu Hause lagern kann. Und jeder weiß, dass Bohnen einen hohen Proteinanteil haben. Also das ist auch wirklich für die Not eine gute Nahrung, die man dann für sich heranziehen kann. Vielleicht sogar besser als Reis. Es gibt noch ein Lebensmittel, das man wie zum Beispiel auch Zucker zum Haltbarmachen von anderen Lebensmitteln verwendet. Und das ist Essig. Speziell im heutigen Video möchte ich den weißen Essig erwähnen, weil ich hier laut meiner Recherche gelesen habe, dass dieser praktisch ewig hält. Durch den hohen Säureanteil dieses Essigs haben Mikroorganismen praktisch keine Chance und somit hält dieser viele, viele Jahre oder vielleicht sogar ewig, man weiß es nicht genau. Beim Essig gibt es jetzt auch nicht wirklich große Anzeichen, damit man feststellen könnte, dass er schlecht geworden ist. Vielleicht, dass er noch intensiver nach Säure riecht oder irgendwelche Partikel sich im Essig absetzen. Aber sonst gibt es hier keine hohen Chancen, dass dieses Lebensmittel wirklich verdirbt. Einen kleinen Trick möchte ich noch unbedingt in dieses heutige Video einbauen. Also das war ein Tipp von jemandem, der bei mir bei YouTube kommentiert hat. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, wer mir das damals geschrieben hat. Ich sage trotzdem danke dafür. Das ist ein genialer Trick, den ihr zu Hause auch anwenden könntet. Und da geht es um Marmelade. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben doch hin und wieder Marmelade auch geöffnet, bei uns im Kühlschrank stehen und dann passiert es halt nach ein paar Wochen, dass da sich vielleicht Schimmel bildet. Und da kommt dieser geniale Trick zum Tragen. Und zwar könnte man, wenn man weiß, dass man die Marmelade vielleicht auch eine Zeit lang nicht braucht, alles nach unten schieben, also wirklich, dass die Marmelade unten im Glas ist und dann eine kleine Schicht Honig darüber geben. Durch den hohen Zuckergehalt des Honigs kommen die Mikroorganismen nicht
bis zur Marmelade und dann bleibt das auch länger haltbar. Und ich werde das auch für mich selbst mal ausprobieren. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das funktioniert. Und wenn ich am Frühstücksbrot dann zusätzlich zur Marmelade ein wenig Honig dabei habe, dann stört mich das persönlich nicht. Also das ist ein genialer Trick, den ich euch unbedingt auch noch mitgeben möchte. Zum heutigen Video möchte ich noch sagen, ich habe zwar zu Beginn gesagt, dass es um Lebensmittel geht, die praktisch nie verderben. Das darf man halt dann aber trotzdem nicht so sehen. Es sind schon gewisse Risiken auch darin, dass diese Lebensmittel irgendwann mal verderben. Und die Leute, die Experten, die da diese Infos ins Internet stellen, sind da wohl auch sehr vorsichtig, weil sie nicht wollen, dass sich irgendjemand in Probleme begibt. Aber für sich selbst kann man das natürlich auch beurteilen, wie weit man da geht und was man sich da zutraut, wenn man ein abgelaufenes Lebensmittel noch verzehren möchte. Oder wie bei Zucker, wo vielleicht dann gar nichts mehr oben steht, wie lange der haltbar ist oder nicht. Ich denke, unterm Strich muss man das selber beurteilen, aber ich bin der Meinung, dass wir in unserer Gesellschaft viel zu viel wegschmeißen und dass es auch gut ist, dass es solche Infos gibt, dass eben nicht alle Lebensmittel verderben, sondern dass viele dieser Lebensmittel auch sehr lange halten und über ein paar Jahre und auch mehr. Damit komme ich im Grunde schon wieder ans Ende des heutigen Videos und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht könnt ihr ja den einen oder anderen Tipp auch wieder für euch mitnehmen und habt vielleicht noch nicht alles gehört, was ich heute erzählt habe. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Vielleicht habt ihr ja noch zusätzliche Tipps oder auch Erfahrungen mit den heute genannten Lebensmitteln, wie lange die wirklich halten oder was eure Meinung dazu ist. Schreibt mir dazu bitte einen Kommentar. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt oder sollt mein Video bitte auch teilen auf sozialen Plattformen. Das hilft mir weiter. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann geht das über ein Abo mit diesem Button. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video, euer Prepper Fox.